psychowissenschaftliche Grenzgebiete. Liebe Hörerin, lieber Hörer, der Text zum Thema wurde im medialen Friedenskreis Berlin, einer christlich-spiritualistischen Gemeinschaft, in den Jahren 1956 bis 1975 medial empfangen. Die Durchgaben sind Bestandteil des Menetekels, einer über 4.500 DIN A 4 Seiten umfassenden 20-jährigen Protokollsammlung, die neu gegliedert wurde. Alle Texte wurden in ihrer Originalität belassen. Die Arbeit der beiden Schreibmedien Monika Manuela Speer und Uwe Speer begann im Alter von 15 Jahren bzw. 17 Jahren. Die Gesamtarbeit des MFK Berlin gehört zu den absoluten Glanzlichtern grenzwissenschaftlicher Forschung. Das Vervielfältigen der neuen Zusammenstellungen ist erwünscht und unterliegt keiner Beschränkung. Sie hören nun das Thema Die Seelen. Fragesteller, medialer Friedenskreis Berlin, Medien Uwe Speer und Monika Manuela Speer, Lichtboten Elias Argun Aredos. Vorwort des Herausgebers. Meistens treffen naturwissenschaftliche Definitionen nur die Außenseite, nicht das Wesen. Goethes Faust lässt sich naturwissenschaftlich auflösen in aus Lumpen gefertigtes Papier nebst Druckerschwärze. Eine Arie von Mozart lässt sich naturwissenschaftlich erklären als eine Reihe von aufeinanderfolgenden Schwingungen der Luft. Doch ist solch eine Definition erschöpfend? Die Welt ist unbestreitbar ein naturwissenschaftliches Problem, nebenbei aber noch ein ästhetisches, ethisches und metaphysisches Problem. Unser Wissen darüber ist jedoch Stückwerk. Der Mensch ist das größte aller Rätsel. Die Psychologie, die sich mit seinen höchsten Funktionen beschäftigt, ist so sehr zum Kampfplatz der Meinungen geworden, dass die entgegengesetzten Definitionen des Menschen vorliegen. Für den einen sind sie ein Haufen Chemikalien, für den anderen eine Emanation Gottes. Alle Versuche, die Rätsel der Welt zu lösen, sollte man vertagen, bis das Menschenrätsel gelöst ist, und zwar ganz besonders die psychologische Seite desselben, das heißt das Rätsel der menschlichen Seele. Von jeher haben sich damit die größten Geister beschäftigt, aber wie wenig noch erreicht worden ist, zeigt sich an der Tatsache, dass der Gegensatz zwischen Materialismus und Spiritualismus heute noch so scharf ist wie im Altertum, ja sogar schärfer, weil beide Parteien zum immer präziseren Ausdruck ihres Stichwortes und seiner Begründung gelangen. Manche Zweifler haben aus dieser Vergeblichkeit des langen Streites schon geschlossen, dass die Seele zu den unlösbaren Problemen gehört. Sollte man nun die Flinte ins Korn werfen? Nein. Ein definitiver Verzicht wäre erst dann geboten, wenn es erwiesen wäre, dass man die Lösung auf dem richtigen Wege gesucht und bereits alle Mittel erschöpft hat. Sobald sich aber nachweisen lässt, dass man einen falschen Weg eingeschlagen und das bedeutendste Hilfsmittel zur Lösung des Problems noch gar nicht versucht hat, wird
man die derzeitige Erschlaffung abschütteln können und frischen Mut gewinnen, die Forschungsarbeit wieder aufzunehmen. Das Problem der menschlichen Seele liegt viel tiefer, als bisher geahnt wurde. Stets hat man die Seele am unrichtigen Ort gesucht und hat am richtigen Ort die entsprechenden Tatsachen übersehen. Alles deutet darauf hin, dass die Seele überhaupt nicht in unserem Selbstbewusstsein liegt, sondern außerhalb desselben. Nicht das Gehirn denkt, sondern die Seele denkt durch das Gehirn. Wenn die Seele organisierende Fähigkeiten besitzt, ist der Mensch ihre materielle Erscheinungsform. Die Seelen mit dem Thema Einführung und Vorwort des Herausgebers, Ende Teil 1. Die Seelen mit dem Thema ein weites Forschungsgebiet mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1962. Teil 2. Die Wissenschaft hat eine Fakultät der Seelenforschung gegründet. Es handelt sich um das Gebiet der Psychologie. Doch leider vermuten die Psychologen die Seele in der Hirntätigkeit des Menschen. Somit erkennt man die Seele nicht als etwas Selbstständiges an, sondern nur als eine Tätigkeit bestimmter Nervenzellen. Alles, was jedoch auf eine Sonderleistung der Seele hindeutet, verweist man ganz einfach in das menschliche Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist somit ein Reservoir für alle unerklärlichen Vorgänge, deren Definition man auf alle Fälle umgehen möchte. Für jeden ernsthaften Geisteswissenschaftler ist es völlig klar, dass die Psychologie einen falschen Weg geht. Die Anerkennung einer selbstständig lebensfähigen Seele führt nämlich zwangsläufig zum Theismus, also zu Gott. Fußnote: Theismus, griechisch Theos gleich Gott, Lehre, für die im Gegensatz zum Atheismus Gott wesenhaft und ewig existiert. Ich wiederhole den letzten Absatz. Die Anerkennung einer selbstständig lebensfähigen Seele führt nämlich zwangsläufig zum Theismus, also zu Gott. Da aber die Psychologie diese Beweisführung ablehnt, so begnügt man sich mit dem Gegenteil einer solchen Beweisführung, nämlich mit jeder atheistischen Erklärung supernormaler Vorgänge im menschlichen Bewusstsein. Die besten Beweise einer Seelenexistenz liefern immer noch die unzivilisierten Naturvölker mit ihrem Geisterkult, der aber entstellt ist. Diese Völker sind medial und kennen das Jenseits aus Selbsterfahrung. Es gibt auch eine Fülle anderer Beweise, die man völlig falsch beurteilt hat, weil man die positive, das heißt wahrheitsnahe Beurteilung unter keinen Umständen wünscht. Wir finden diese Beweise im täglichen Leben. Ich will euch deshalb ein solches Beispiel vor Augen führen.
Die Suchtgifte und Genussgifte führen zu Vergiftungen, die je nach der Art ihrer Eigenheit die Verbindung zwischen Seele, in Klammern Geist, und Körper, ebenfalls in Klammern Materie, stufenartig lösen. Marihuana, Opium und Kokain sind Stoffe, die sehr lösend auf das Hirn wirken, denn das Hirn ist Vermittler zwischen Geist und Materie. Hanf und Haschisch sind ebenfalls Seelengifte. Diese führen einen Zustand herbei, der den Menschen mehr oder weniger vom Irdischen löst, ihn also dem Jenseitsleben näher bringt. Es ist eine Situation zwischen Leben und Tod, die zeitlich anhält, aber in den meisten Fällen durch den Körper überwunden wird, bis ein neuer Rauschzustand einsetzt. Im Rausch erleben diese vergifteten Menschen Zustände, die ihnen allerlei Leben der vierten Dimension zeigen und erleben lassen. Das Gefühl des Schwebens, das Spiel der jenseitigen Lichtreflexe, aber auch die Fauna und Flora der jenseitigen Sphären werden wahrnehmbar und auch sichtbar. Dieselbe Vergiftungserscheinung tritt aber auch bei Alkoholmissbrauch ein. Der Alkohol wird langsamer, aber er löst im schweren Rauschzustand ebenfalls die Seele so weit vom Hirn, dass die Sinne jenseitig erweitert werden. Das geschieht nicht ohne Kampf, der den unangenehmen Schwindel und die Gleichgewichtsstörungen hervorruft. Diesen Zustand nennt die Medizin Delirium tremens, das heißt Säuferwahnsinn. Die letzte Bezeichnung ist falsch, weil es kein Wahnsinn ist, sondern ein Medialzustand aufgrund einer schweren Vergiftung. Der Säufer sieht plötzlich weiße Mäuse oder Käfer, weißes Ungeziefer oder auch weiße Menschen oder Zwerge. Er sieht zumeist nur die niederen Sphären aufgrund seiner niederen Einstellung und Entwicklung. Er sieht sie aber vorwiegend weiß, weil sie jenseitig sind und vom irdisch lebenden Menschen nur so gesehen werden können, wie alle Menschen die sogenannten Spukgeister sehen. Die Materialisationen sind ebenfalls weiß. Das Geisterfoto ist weiß. Alle diese Erscheinungen sind unabhängig gültig. Sie sind ein überzeugender Kardinalbeweis für das Leben einer vierten Dimension. Man sollte mehr erforschen als darüber spotten. Die Seelen mit dem Thema, ein weites Forschungsgebiet mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1962, Ende Teil 2. Die Seelen mit dem Thema Die Kraft der Bewegung mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Teil 3. Es gibt keine einzige Energie im Universum, die nicht in Bewegung ist. Damit ist deutlich gesagt, dass jede Kraft und jede Existenz eine ewige Bewegung hat. Eine Energie muss aber eine Energiequelle besitzen, welche die Kraft ausstrahlt. Eine solche einmalige Energiequelle ist Gott. Er
ist die Bewegungskraft, die das ganze Universum ermöglicht hat und auch laufend erhält. Die gesamte Schöpfung besteht aus Modulationen der göttlichen Energie. Jedes Sandkorn, jedes Stäubchen befindet sich in rasender Bewegung und ist somit voll göttlicher Bewegung, voll göttlichen Lebens, auch wenn das Stäubchen nicht denken kann. In diesem Falle denkt Gott für das Atom und jeder göttliche Gedanke wird zum bestehenden Gesetz. Auch der menschliche Gedanke basiert auf dieser Eigenschaft Gottes. Jeder Gedanke, jedes Wort und jeder Begriff verknüpft sich mit dem Schauen des geistigen Auges. Doch was nicht vorhanden ist, kann niemals erschaut werden. Jede geistige Vorstellung, jede Planung oder Fantasie muss mit realen, rationellen Werten und Existenzen arbeiten. Gott ist real und existent, ebenso seine Energie, und er muss ebenfalls alles erschaffen, was er sehen möchte. Der Mensch trägt in seiner Seele das Erbgut Gottes und ist ebenfalls befähigt, etwas zu schaffen, was er zu sehen wünscht. Er bedient sich dabei der geheimnisvollen Energie Gottes. In Bruchteilen von Sekunden arbeitet die Seele, ausgerüstet mit dem Willen Gottes, mit den unvorstellbaren Bausteinen des Geistes und ordnet sie so zusammen, wie sie es wünscht, und erschaut die eigene, jenseitige Schöpfung mit den geistigen Augen. Bei starker Konzentration erscheint die geistige Schöpfung deutlicher. Das große Mysterium besteht jedoch darin, dass eine solche geistige Schöpfung nicht vergeht, sie bleibt so lange bestehen, wie die Seele, die sie erschaffen hat, die gleiche Schwingung besitzt und somit von ihr erhalten wird. Fantasien und Halluzinationen sind jenseitige, das heißt geistige Schöpfungen mit einer schnell reagierenden jenseitigen Materie, in Anführungszeichen. Somit schafft der Mensch zuerst im geistigen Reich existente Figuren, Bäume, Flüsse, Landschaften, Tiere und menschliche Puppen und Roboter und vieles andere, bevor er das eine oder andere später in die materielle Existenz verarbeitet und dazu die materielle Schöpfung benutzt. Somit arbeiten zwei Welten miteinander, die auf ewig unzertrennlich bleiben. Darum hütet euch vor negativen Schöpfungen, die ihr mit eurer göttlichen Willenskraft mittels eurer Gedanken schaffen könnt. Das menschliche Gehirn birgt nicht einen Funken eurer Gedanken, da in dieser materiellen Masse keine geistige Schöpfung möglich ist. Es ist vergleichsweise etwa so wie ein elektrisches Relais, das ohne Impulse einfach nicht mehr reagiert. Ein Raketensatellit muss zu einer Steuerung von weit her angefunkt werden, genau auf seiner berechneten Frequenz. Diese Funksignale befinden sich auch nicht im Satelliten, werden aber in seinem Inneren registriert, und wenn der Satellit keine Batteriekraft mehr besitzt, um zu reagieren, so bestehen die Funksignale, die ihn vergeblich treffen, dennoch. Ein Hirn kann seine körperliche Kraft einstellen, aber eine Seele ist eine eigene Energie, die auf das Hirn einwirkt, indem sie die Batteriekraft, in Anführungszeichen, des Körpers gleichzeitig benutzt, um den Körper zu bewegen. Die atheistische Psychologie ist Wahnsinn. Derartige gottlose Erklärungen haben nicht das Geringste mit der Wahrheit zu tun.
Der menschliche Organismus, das heißt der gesamte Körper, ist eine Gleichung zur Seele, abgestimmt auf das materielle Dasein. Ein Sinnesorgan ist ebenfalls eine Gleichung zum seelischen Hirn. Wird ein materielles Organ zerstört, so fällt es aus, weil als Gleichung auch die Verbindung zum seelischen Organ abgeschnitten ist. Trotzdem kann das seelische Organ auf geistiger Ebene weiterarbeiten, doch nicht mehr materielle Schwingungen registrieren, solange es nicht selbstständig ist. Die Seelen mit dem Thema Die Kraft der Bewegung mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Ende Teil 3. Die Seelen mit dem Thema Eine gefährliche Krankheit mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1970, Teil 4. Wohlan, die Erdenmenschheit betrachtet sich als überaus fortschrittlich und entwickelt. In Anführungszeichen. Das ist leider ein Irrtum, weil die geistige Entwicklung sehr zu wünschen übrig lässt. Die Medizin leistet Wunderbares und kennt die Bedeutung der Hygiene. Verhüten ist in allen Fällen besser als heilen. Das trifft besonders für den psychischen Körper zu. Aber schon weiß man mit Sicherheit, dass alle seelischen Zustände einen großen Einfluss auf die körperlichen Funktionen ausüben. Ein Schock kann sogar töten. Heimweh macht sterbenskrank und führt zum Siechtum. Niemand wird das bezweifeln. Nun ist die Hygiene, das heißt die Verhütung von Seuchen und Krankheiten, eine Sache, für die sich die Staatsführung interessiert. Man investiert Millionen für die Hygiene und versucht, sie in den unterschiedlichsten Ländern einzuführen. Das alles ist fortschrittlich und begrüßenswert. Leider gibt es auf diesem Gebiet eine ungeheure schwarze Kehrseite. Die geistige Entwicklung bzw. die geistige Hygiene ist davon ausgeschlossen. Der Staat, der für die Hygiene verantwortlich ist, lehnt die Hygiene des Geistes ab, weil ihm das Wort Seele, in Anführungszeichen, nicht in den Kram passt. Obgleich man weiß, dass alle seelischen Disharmonien psychosomatisch wirken, also auf den leiblichen Körper übergreifen, lässt man diese Tatsache völlig unberücksichtigt. Jeder Krieg mit allen schrecklichen Folgen ist ein Faustschlag gegen die gesamte Hygiene in der ganzen Welt. Die damit verbundenen seelischen Disharmonien erreichen auch alle Menschen, die nicht unmittelbar im Kampf stehen. Die Vernachlässigung des Seelenlebens führt zu einer gefährlichen Krankheit, die mit den üblichen medizinischen Mitteln nicht zu heilen ist. Angst, Unruhe, Chaos, privater, geschäftlicher, politischer Zank sind Quellen, aus denen diese gefährliche Krankheit entspringt und schließlich den Körper mit echten organischen Krankheiten, ja sogar mit Krebs befällt. Herzinfarkte, Gallenleiden, Nervenkrisen, ja fast
Alle schlimmen Krankheiten, die zum Tode führen, haben ihre eigentliche Ursache im naturwidrigen Zustand der Seele, welche man in eine Verfassung bringt, die unerträglich ist. Die Wahrheit wird nie begrüßt, sondern leider gefürchtet. Darum greift man die Wahrheit mit allen unfairen Mitteln an. Man wird auf diese Wahrheit angegriffen, aber sie ist euch gesagt worden. Es führt zu weit, wenn ich alles aufzählen soll. Die Presse, der Rundfunk und alle großen und kleinen Publikationsmedien sind an diesem Unglück beteiligt. Schon wer sich über die Zeitung beugt, wird angewidert und in Disharmonie versetzt. Wer die Kunst betrachtet, die heute geboten wird, schüttelt sich. Wer die moderne Musik hört, wird erschlagen, ohne dass er es merkt. Wer vom Teufel spricht, wird ausgelacht. Wer von Gott spricht, wird für dumm gehalten. Wer alles mitmacht, wird gefeiert. Aber die Rechnung kommt. Niemand kann das Naturgesetz von Ursache und Wirkung außer Kraft setzen. Alles, aber auch alles, was Disharmonie erzeugt, gehört zur gefährlichen Krankheit und gehört unter die strenge Kontrolle der Hygiene. Demokratische Freiheitsfloskeln oder unlogische Meinungen gehören nicht zur Hygiene, sie erfordern strenge Befehle, sonst greift die Seuche weiter um sich. Das Gleiche gilt für jedes Zusammenleben der Menschen untereinander. Die seelische bzw. geistige Hygiene muss das oberste Gebot sein. Viele Menschen jammern, weil Gott angeblich nicht hilft. Hier hilft euch Gott. Aus echter Liebe zu euch warnt er euch und sagt auch hier die Wahrheit. Euch danach zu richten ist jetzt eure Sache. Die Seelen mit dem Thema Eine gefährliche Krankheit mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1970, Ende Teil 4. Die Seelen mit dem Thema Seelenforschung mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1970, Teil 5. Die Seele des Menschen ist ein sehr umstrittener Begriff. Weil die Seele nicht messbar ist, so wird sie nicht als etwas Ganzes angesehen. Alle Forschungen auf diesem Gebiet, soweit sie von der akademischen Wissenschaft betrieben werden, haben die Seele nicht als eine Person bestätigt. Aus diesem Grunde ist man zu der Überzeugung gekommen, dass die Seele einen Bewusstseinsprozess im Hirn des Menschen darstellt. Folglich ist jeder Bewusstseinsprozess, der sich im Hirn abspielt oder durch das Hirn hervorgebracht wird, der Sterblichkeit und Auflösung unterworfen. Dass es sich hier um einen wissenschaftlichen Irrtum handelt, beweist unsere Existenz, indem wir immer wieder versuchen, uns zu beweisen. Leider gibt es auch im geistigen Reich unfähige Seelen, die sehr viel Schaden anrichten, indem sie unsere Bemühungen durchkreuzen oder durch ihre Dummheit in Verruf bringen. Die Wechselbeziehungen zwischen Körper und Geist sind so vielseitig und verzweigt,
dass der Mensch sehr leicht getäuscht werden kann. Solche Täuschungen führen zur Ablehnung der Seele und verurteilen den Menschen zu einer minderwertigen Kreatur. Das Hirn des Menschen hinkt hinter dem Geist bzw. hinter der Seele hinterher. Bevor ein Bewusstseinsprozess das Hirn passiert, hat die Seele davon schon Kenntnis genommen. Das gesamte Erinnerungsarchiv eines Menschen befindet sich im Kosmos. Das Hirn peilt diesen Vorrat an und erhält Antwort. Das geschieht mit Überlichtgeschwindigkeit. Der gesamte Denk- und Wahrnehmungsprozess eines Menschen spielt sich im Kosmos ab und teilt sich dann dem Hirn mit, das entsprechend reagiert. Wenn also das Hirn ausfällt, so ändert sich nichts am Vorhandensein der kosmischen Vorgänge, deren sich die Seele bedient. Es ist eine Tatsache, dass kein Bewusstseinsvorgang verloren geht. Selbst wenn sich ein Hirn nicht auf ein Erlebnis einschalten kann, in Klammern Erinnerung, so ist es trotzdem aufgezeichnet. Belanglose Begebenheiten können zum Beispiel mehr als 50 Jahre vergessen sein und plötzlich wieder auftauchen, weil der Peilvorgang diese Aufzeichnungen im Kosmos plötzlich streift. Im Jenseits können sich die Seelen viel besser an alles erinnern als im Erdenleben, weil das Hirn ausgeschaltet ist. Überhaupt läuft der Bewusstseinsprozess schneller und intensiver. Mit Recht spricht die Geisteswissenschaft von einer größeren Welt. Daher ist es nicht zu begreifen, dass diese superlative Welt, in die jeder Mensch einmal kommt, so wenig Interesse findet. Die irdische Hirnforschung befindet sich auf völlig falschen Wegen. Auch die Psychologen können nicht zu objektiven Resultaten kommen, weil sie die Existenz der persönlichen Seele ablehnen. Ein lebender Mensch bringt die Seele nicht hervor. Die Seele ist schon vor der Geburt vorhanden und wird mit dem Körper verbunden. Stirbt ein Mensch, so löst sich die Verbindung, aber am Kosmischen ändert sich nichts. Jeder ins Jenseits kommende Mensch hat seinen Verstand, seine Erinnerungen und sein gesamtes Bewusstseinsempfinden zur Verfügung. Seelenforschung muss richtig betrieben werden, wenn sie zu richtigen Resultaten gelangen will. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig dieses Gebiet ist. Für die Kriegsindustrie werden Milliarden ausgegeben. Für die Seelenforschung reicht es nicht hin oder her. Beklagt euch nicht über eure persönliche oder allgemeine verfahrene Situation. Ihr seid zu desinteressiert, wenn es um die ganz großen Wahrheiten geht. Wissenschaftler scheuen keine Weltkatastrophen, aber umso mehr die Wahrheit über das Jenseitsleben. Die Seelen mit dem Thema Seelenforschung mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1970, Ende Teil 5. Die Seelen mit dem Thema »Wo ist die Seele?« mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Teil
6. Es heißt, der Himmel ist in uns. Wohlgemerkt, das soll nicht heißen, dass es woanders keinen Himmel gibt. Eigentlich ist Himmel in diesem Falle nicht die richtige Bezeichnung. Wir sagen daher Sphäre. Demnach ist es sehr traurig, dass die Kirche des Herrn so wenig Ahnung von diesem Himmel, von dieser Sphäre hat. Die Astronomie hat festgestellt, dass die Sterne im All kreisen und die Zwischenräume mit Staub, Gasen und Steinen ausgefüllt sind, die ebenfalls in gefährlicher Weise herumsausen oder als Sternschnuppen auf dem Weg zur Erde verglühen. Doch wenn ein Mensch stirbt, sich nicht mehr bewegt und seine unsichtbare Seelensubstanz freilässt, da stellt ihr euch die Frage, wo kann denn der Himmel jene Sphäre nur sein? Wohin entschwebt die Seele? Diese Frage ist genauso einfältig, als wenn ein Unwissender fragt, wie es nur möglich sei, dass sich so viel Musik und so viele Gespräche in einem kleinen Radioapparat befinden. Der Kosmos hat Frequenzen, also Schwingungsebenen, so wie die eurige Welt Feuer, Wasser, Luft und Erde hat. Das sind die für euch sichtbaren Frequenzen, sichtbaren Schwingungsebenen. Doch das geistige Reich ist eine unvorstellbare Daseinswelt, das größte Reich im ganzen Universum. Dieses Reich ist von der Materie keinesfalls getrennt. Es besteht ein äußerst enger Kontakt zwischen diesen beiden Schöpfungsebenen. Die Wahrnehmung der geistigen Existenzen ist für euch überzeugend und reichhaltig genug. Leider macht ihr den großen Fehler, jede dieser Wahrnehmungen als krankhaft in Anführungszeichen zu bezeichnen. Doch wenn sich ein angeblicher Künstler durch eine auffallende, krankhafte Fantasie zu den größten Beleidigungen des guten Geschmacks hinreißen lässt, so findet ihr das in Ordnung. Ihr betrachtet ihn als Genie. Eine Seele kann nur in jenes Reich gehen, das ihr wirkliches Zuhause ist. Ihr schaut auf die Toten. Ihr schaut in einen Toten hinein, doch ihr findet die Seele nicht. Habt ihr die Seele in einem lebenden Körper gefunden? Der Körper wurde bewegt, gewiss, aber das allein war nicht das Entscheidende. Eine Bewegung ist noch keine Seele. Eine Sprache wird erst dann verständlich, wenn eine Intelligenz, eine Persönlichkeit dahinter steckt, die sich euch mitteilt. Die Materie wird durch die Gesetze Gottes geleitet, doch der menschliche Körper durch die göttliche Seele. Eine Materie kann sich nicht selbst noch ihre Umwelt begreifen. Eine göttliche Seele dagegen nimmt die Schöpfung wahr, auch dann, wenn sie die Materie als Mittler benutzt. Eure Ärzte und Lebensforscher wollen sich mit dieser Tatsache nicht zufrieden geben. Sie sagen sich immer wieder, könnte es nicht anders sein? Der irdische Leib des Menschen, wie auch der Tiere, ist eine vollkommene Gleichung zur Seele, nur mit dem Unterschied, dass der Körper keine Empfindung ins Bewusstsein bringen kann, ohne dass die Seele in Tätigkeit tritt. Der Körper bringt alle Reize und Empfindungen als ein hochentwickeltes Aufnahme- und Leistungssystem in das Bewusstsein der Seele,
die im Gegensatz zum Körper nicht aus materiellen Atomsystemen besteht, sondern aus einer immateriellen Energie. Sie steuert das Hirn als Zentrale des Körpers. Wenn ihr jedoch die Absicht habt, in einem lebenden Körper die Seele zu suchen, so ist das vergleichsweise so, als ob jemand in einem Radioapparat den Ansager sucht. Die Seele ist kosmisch und mit dem irdischen Körper durch eine individuelle Frequenz verbunden. Es sind die immateriellen Schwingungen. Die Seele mit dem Thema »Wo ist die Seele?« mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Ende Teil 6. Die Seelen mit dem Thema »Die Entstehung der Seele« mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1969, Teil 7. Die Seele wird nicht geboren, sie stammt aus der Kraft Gottes. Eine Sonne gibt der organischen Materie die Kraft und das Licht zur planmäßigen Entwicklung. Diese erfolgt nach dem Gesetz der Kristallisation. Es reiht sich Atom für Atom zusammen, Molekül für Molekül, bis ein bestimmtes Gebilde entsteht. Der Plan enthält die Information. Auch die Seele, ganz gleich ob bei Mensch oder Tier, wird nicht fertig geboren, sondern entsteht aus der Kraft Gottes, die wie eine Supersonne auf die geistigen Schwingungseinheiten wirkt. Auch die geistigen Atome und Moleküle reihen sich nach dem Gesetz der Kristallisation zusammen. Dieser Vorgang vollzieht sich allerdings viel langsamer als ein materieller Aufbauprozess. Sprachlich ausgedrückt kristallisiert sich die Seele langsam nach dem Willen Gottes aus geistigen Atomen, die sich im ganzen All befinden. Nun ist eine Seele nach der Kristallisation nicht gleich völlig fertig. Sie besitzt zwar viele Fähigkeiten, aber ihr fehlt die Erfahrung, Erinnerung und Entwicklung. Ein solcher Prozess dauert Äonen. Der Erdenmensch steht noch am Anfang seiner Entwicklung, obgleich er schon ganze Serien einer irdischen Entwicklung hinter sich hat. Was vor der menschlichen Entwicklung liegt, ist unvorstellbar und wird noch eine Ewigkeit beanspruchen. Eine Begrenzung dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Wenn ich von der menschlichen Entwicklung spreche, meine ich nicht die fleischliche Entwicklung, sondern hauptsächlich die seelische Entwicklung, auf die es ankommt, weil die Seele unsterblich ist. Ich kann nicht begreifen, warum man den Fehler gemacht hat, die Reinkarnationslehre zu entfernen. Sie ist der wichtigste Faktor in der menschlichen Evolution. Gerade dieser wichtige Faktor macht das Leben überhaupt erst sinnvoll. Aus dieser Unkenntnis kommen viele Übel, zum Beispiel die Kriege. Ein Erdemensch wird mit einer fertigen, vorentwickelten Seele am Tage der fleischlichen Geburt beseelt. Doch man glaubt irrtümlich, dass die Seele gleichzeitig mit der embryonalen Entwicklung in der Mutter entsteht, also überhaupt kein
Vorleben gehabt hat. Das ist ein sehr großer Irrtum, denn jede Seele hat schon die Zeiten der Neandertaler erlebt. Die meisten Menschen haben schon auf allen Kontinenten der Erde gelebt und sind geistig von Stufe zu Stufe emporgestiegen. Die Fähigkeiten der Seele haben sich verbessert. Der Charakter hat sich geformt. Die Fähigkeit der Wissensaufnahme hat sich verstärkt. Menschen, die in ihrer geistigen Entwicklung zurückbleiben, werden wieder in untere Stufen reinkarniert. Doch zwischen diesen irdischen Reinkarnationen erlebt jede Seele den zeitweisen Aufenthalt in der geistigen Welt. Die Dauer dieser Aufenthalte ist sehr unterschiedlich und hängt auch mit der Entwicklung und mit den Aufgaben bzw. mit der Bereitschaft für diese zusammen. Die Seelen im Jenseits sind nicht von euch getrennt. Allerdings könnt ihr sie nicht so leicht mit euren Sinnen wahrnehmen. Aber die jenseitigen Seelen haben ja auf der Erde gelebt und sie interessieren sich weiter für alle eure Probleme. Sie versuchen, euch zu unterstützen. Aber es gibt auch viele Seelen, die an der Zerstörung mitwirken, so wie sie es schon im Fleische getan haben. Es gibt noch keine Einigkeit, weder im Diesseits noch im Jenseits. Aber die Aufgabe besteht darin, eine Einigkeit zustande zu bringen. Die Seelen mit dem Thema Die Entstehung der Seele mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1969, Ende Teil 7. Die Seelen mit dem Thema Über die Freude mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1966, Teil 8. Wohlan, was wäre der Mensch, wenn er sich nicht über etwas freuen kann? Die Freude ist ein Elixier des Lebens. Sie ist eine Kraftquelle von außerordentlicher Bedeutung. Es gibt jedoch viele Menschen, die sich nicht ständig über etwas freuen können. Diese sind leider selbstverschuldet krank. Unzufriedenheit und Disharmonie zerstören die Gesundheit. Es wäre sehr gut, wenn die Ärzte Freude verordnen könnten. Ihr müsst nämlich wissen, dass ein seelisches Leiden, eine Unausgeglichenheit, eine Störung unbedingt auch auf den leiblichen Organismus übergreifen. Zuerst wird der Magen und dann die ganze Verdauung angegriffen. Nach und nach wird der ganze Kreislauf gestört und nun ergeben sich Krankheiten in ganzer Reihenfolge. Der Arzt stellt diese oder jene organische Erkrankung fest, aber er schweigt über die Ursache, weil er sie selbst nicht kennt. Nun seht ihr, dass ihr eure Gesundheit ziemlich in der Hand habt. Die Medizin zur Heilung oder zur Verhütung ist billig. Es gibt Menschen, die sich über jede Kleinigkeit wirklich von Herzen freuen können. Nun, das ist nicht jedermanns Sache. Aber heute ist es leider schon so, dass sich die Kinder wirklich kaum über etwas freuen können, darum erkranken sie bereits in jungen Jahren.
Erwachsene rasen mit ihren Autos durch viele Länder dieser schönen Erde, aber sie empfinden keine Freude. Sie sind bereits gegen jedes Freudengefühl abgestumpft. Es bleibt zu untersuchen, welche Ursachen zu einer solchen Gefühlslosigkeit geführt haben. Wichtig ist die Feststellung, dass es ohne wahre Freude kein vernünftiges Erdenleben gibt. Wenn der Mensch überaus anspruchsvoll ist, so beraubt er sich des Gefühls der Freude. Sein natürliches Empfinden ist gestört und er muss damit rechnen, dass er nach und nach krank wird. Eine Bescheidenheit ist daher etwas Gutes, denn sie heilt. Wie wichtig die Gesundheit und die damit verbundene Arbeitsfreude ist, kann jeder ermessen, der bereits krank ist und in den Warteräumen der Ärzte verweilt. Ich gebe euch den guten Rat. Seid vorsichtiger in euren Überlegungen und bedenkt eure Wünsche. Bei einiger Übung kann man sich über Kleinigkeiten ebenso freuen wie über eine große Sache. Es kommt nur darauf an, wie man es betrachtet. Geht nicht achtlos an der großartigen Schöpfung vorüber. Achtet auf die kleinsten Dinge, denn diese offenbaren euch wunderbare Erkenntnisse und Einsichten. Gebt Acht auf das Licht, auf die Farbe in der Natur. Schon ein Sandkorn birgt ein großes Mysterium. Man muss nur mit der ganzen Konzentration des Geistes alle Dinge betrachten. Glaubt ihr, dass es Millionäre gibt, die noch ein echtes Gefühl der Freude und Zufriedenheit haben? Die reichsten Leute sind meistens todunglücklich und obendrein krank. Kein Arzt kann ihnen wirklich helfen, weil sie keine Freude empfinden können. Diese Menschen sind ständig auf der Suche nach Glück, obwohl sie unermesslich reich sind. Das Glück liegt aber in der Freude, doch man muss die Freude empfinden können. Erzieht euch mehr zur Freude an kleinen Dingen. Wenn ihr das Glück und die Zufriedenheit sucht, sucht nicht in der Welt herum, denn das Glück findet ihr in euch selbst, wenn ihr euch dazu erzieht, euch an positiven Kleinigkeiten erfreuen zu können. Betrachtet einmal eine einzige Blume als ein Geschenk Gottes. Ich sage euch, sie ist überaus wertvoller als das teuerste Auto. Die Seele mit dem Thema über die Freude mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1966, Ende Teil 8. Die Seelen mit dem Thema wahre Glückseligkeit im Himmel und auf Erden mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1957, Teil 9. Die Heilige Schrift lehrt euch, dass der Himmel ein Paradies ist. Christenmenschen möchten gern einmal in das Paradies Gottes aufgenommen werden, sie möchten in den Himmel. Doch leider sagt die Heilige Schrift nur sehr wenig über den Himmel aus. Darum haben die Erdenmenschen nur eine sehr schwache Vorstellung vom Himmel. Nun, ich will euch heute einmal berichten, wie dieser Gotteshimmel wirklich beschaffen ist.
Der Himmel ist zwar ein Paradies von unvorstellbarer Pracht und Schönheit, aber der Himmel ist kein Platz der Ruhe, des Nichtstuns oder irgendeiner Schlemmerei. Der Himmel ist pausenlos in höchster Tätigkeit, ein Ort unvorstellbaren Fleißes, größter Verantwortung und die höchste Befehlsstelle im ganzen Universum. Wie falsch sind eure Worte auf den Grabsteinen, hier ruht in Gott oder hier schläft ewig. Im Himmel schläft man nicht. Untätigkeit widerspricht dem göttlichen Prinzip. Wer untätig ist, der ist faul und die Faulheit gehört zu den Sphären der Finsternis. Ich will es euch ganz genau beschreiben. Auch Millionäre sind unzufrieden. Du kannst tun, was du willst und du wirst dabei immer unzufrieden sein, wenn du Gott nicht dabei dienst. Ob du im schönsten Paradies bist oder die leckersten Speisen isst, ob du den besten Wein trinkst oder ob du ewig lachst, ganz gleich, was du tust, selbst wenn du ewig ruhst, du wirst nichts auf die Dauer tun können, ohne dass du es einmal über hast. Es gibt keine Leidenschaft, kein Laster, keine Tätigkeit, keine Sinneswahrnehmung, die du im Übergenuss nicht so satt bekommst, dass es dich eines Tages anekelt. Dann aber kommt die Langeweile, die Trostlosigkeit, das Siechtum und die Verzweiflung. Wie also stellst du dir das Paradies vor? Auch im Paradies hält es keine Seele ewig, ja nicht einmal allzu lange aus. Mit einem Wort, es gibt auch dort keine wahre Glückseligkeit, sie ist nur von begrenzter Dauer. Wie aber kommt der gute Christ zur wahren Glückseligkeit, die einen ewigen Bestand hat? Der Mensch, das heißt die Seele des Menschen, stammt aus dem Geist Gottes. Unser Schöpfer, den wir Gott nennen, ist das ewige Tätigkeitsprinzip. Auch der Tätigkeitsdrang des Menschen ist ein göttliches Erbe und nur durch die unermüdliche Tätigkeit kann der Mensch glücklich und zufrieden werden. Hierzu bieten sich, ganz gleich ob im Himmel oder auf irgendeiner Erde, unendlich viele Möglichkeiten an. Der Mensch muss etwas Gutes tun, sonst findet er keine echte Zufriedenheit. Entweder er hilft beim Aufbau und beim Fortschritt des göttlichen Weltenplanes oder er hilft seinem Nächsten, seinem Bruder, seiner Schwester oder einer stummen Kreatur. Diese Aufgaben sind so vielseitig, dass er nie zum Stillstand kommt. Jede gute Tat, jedes positive Wirken zur Freude Gottes und seiner Engel hat unausbleiblich einen schönen Lohn zur Folge, nämlich den Lohn der Zufriedenheit. Das positive Wirken im Gesamtkreis der universellen Schöpfung ist die einzig mögliche Form, die zur wahren Glückseligkeit führt. Im Himmel gibt es eine Schule, einen Elementarunterricht, der alle Seelen allmählich zu der Erkenntnis hinführt, dass sie Gottes Helfer sein müssen, wenn sie nicht todunglücklich werden wollen. Wer aber dem Bösen seine von Gott erhaltene Kräfte, seine Ausdauer und seine Mitarbeit zur Verfügung stellt, der findet keine Zufriedenheit, kein wahres Glücksgefühl, keinen Lohn, keine Anerkennung von bleibendem Wert. Jene werden immer wieder unzufrieden, unglücklich, gelangweilt, disharmonisch,
aufsässig und verfallen in geistige Umnachtung. Sie werden krank und siechen dahin im Himmel und auch auf Erden. Die Seelen mit dem Thema wahre Glückseligkeit im Himmel und auf Erden mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1957, Ende Teil 9.